Moin Sam, neue Runde Satisfactory. Ja, ist wieder ein paar Tage her, ihr wisst ja, in der letzten Folge gesagt, krank, immer noch, ziemlich schwierig. Ich konnte im Off aber etwas bauen. Warum im Off? Nicht Video, weil es geht manchmal nur sogar mehrere Minuten nur und dann muss ich was unterbrechen, weil ich mich wieder hinlegen muss. Und wenn ich das im Off mache, interessiert es keinen. Video wird es ein bisschen blöd. Dauert ja ewig in 3 Tage. Ja, jetzt seht ihr heute ein neues Video. Ich habe ein bisschen was vorbereitet und muss nochmal auf ein paar Sachen eingehen. Habt ihr auch den neuen... Nicht Teaser, nee, Teaser. Es gibt eine neue Engine am 21. September im Experimental. Muss man mal gucken, wie die funktioniert. Und wenn Engine-Updates sind, richtig Engine-Updates, dann gehen die Mods wieder nicht. Dürft ihr also nicht vergessen, wer also auf die Experimental wechselt und dort einen Spielstand speichert und will den dann... in der normalen benutzen, dann geht das auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt, dann nicht später, wenn die wieder den gleichen Stand haben, dann geht das sowieso. So, ich habe einige Sachen vorbereitet. Erstmal da hinten, warte mal, habe ich wieder jede Menge Müll. Ich habe die ganzen Schnecken noch eingesammelt und umgewandelt. Hier, die, da hinten waren ein paar Pinke, ein paar Kohle, so. Was ich mal so nebenbei mal mache, was dann einfach geht, weil man nicht so groß konzentrieren muss. Ich gehe mal hier dahin. Die Brücke muss ja auch mal irgendwann fertig gemacht werden. Habe ich das, glaube ich, im letzten Video gesagt? Weiß ich gar nicht. Bin ich überfragt. Da seht ihr jetzt auf jeden Fall da schon die Stände ein bisschen. Hier das eigentliche Gerippe da hinten hin. Kommt alles. Ne? Ich warte ja bei einigen Sachen. Da hinten seht ihr übrigens einen Turm. Das ist ja hier Dubai Waterfront. Ne? Also nicht der runde, sondern das Ding da hinten. Apropos Dubai Waterfront. Mal, ach, da unten sind ja Dingens hier, Thermal. Gucke. Ein kleiner Hinweis. Dieses Gebäude, was da hinten steht, das da, also der hohe Turm, natürlich ist der inspiriert und zwar von echten Gebäuden aus Dubai. Ich habe da gelebt, habe ich ja mal gesagt. Ne? Unter anderem Jakarta und Dubai. In den letzten, was haben wir, 2021? Ja, 20 Jahren. Jetzt aktuell in Deutschland. So. Also. Natürlich ist das ist halt so, ne? Man guckt halt, ne? Genauso, wenn andere Spieler was bauen, wie oft hat man hier in den Kommentaren gelesen, oh ja, das ist eine gute Idee, das baue ich bei mir auch. Ja, so ist das halt. Und die Map ist nicht groß. Und wenn man da unten 3 pure Kohle-Spots hat, dann baut man da natürlich Kohleförderer hin. Ist doch irgendwie klar, ne? Leuchtet ein, oder? Da braucht man nicht sich beschweren, man würde an derselben Stelle bauen wie irgendein anderer Spieler. Ja, toll. Ja, toll. Ja, das ist keine random generierte Map. Ja, genauso wie dieser Damm da. Das ist nicht der erste Damm in diesem Spiel. Ich habe 3 insgesamt. Einen habt ihr vielleicht gar nicht in dem Video gesehen, habe ich mir aufgebaut. Die sind da hinten. Da, wo man so ein schönes Schwarzwaldhäuschen bauen kann, im Wald. Da gibt es dann Dings da. Damm. Wie baut man Damm? Man baut ihn so. Ja, ist so. Und ach so, ja, Lämpchen kommt man vielleicht auch noch auf die dumme Idee. Das rund bauen. Habe ich schon zigmal gemacht. Früher... auf richtig oldschool, hier mit dem, hier, mit so einem Kabelrolle in der Mitte und dann immer springen, bevor es die Mods gab. Jetzt baut man Mods, ne? So. Ja, baut man halt rund, ja. Dieses Gebäude da hinten, das, Dubai, ja, so. Okay, wenn ich Mods benutze, der Mod zu dem Link, beziehungsweise wo man die Mods downloadet, die sind in der Artikelbeschreibung. Hab sonst irgendwas vergessen? Nö, eigentlich nicht, ja, so. Jetzt muss man hier, das schließen wir jetzt mal an. Und zwar muss man erstmal gucken, wie das aussieht. Wird gleich Nacht, weiß ich gar nicht. Das sind 2, 4, 6 von diesen Dingern. Warum 6? Weil unterschiedliche Farben. 2, 4, 6. Jetzt habe ich hier mal so ein Ding dahin gemacht. Ich habe den einen auch, glaube ich, schon mal da oben dran getüdelt. Wir wollen mal gucken, wie das aussieht. Weiß ja, mit dem komischen... Treiber-Update hat sie irgendwie ein Problem mit dem Licht. Ich weiß ja auch nicht genau, was das soll. Der ist angeschlossen, genau. Okay, der ist angeschlossen, der ist hier unten. Zack, und wir gucken jetzt mal. Ich brauche mal hier ein Käbelchen. Ich friemel das erstmal da dran. Na? So. Zack. Weiß, logischerweise. Ist der auch schon angeschlossen? Ich guck mal. Jupp. Ja gut, dann habe ich sie alle angeschlossen. Wahrscheinlich schon. Jo. Das mache ich dann noch. Mal gucken, mal, der nicht angeschlossen hat. Doch, warte. Nee, da muss der hin. Da. Was ist denn los hier? Ja. Habe ich sie alle schon angeschlossen? Dahin. Huch. Na? Also. So. Und. Brauchen wir gleich Sonnenbrille. So. Yes. Jetzt gucken wir erstmal von außen. Gott, hier wird mir ja blind, du. So.
Gut, ist halt jetzt hell, ne? Ist halt jetzt hell. Das muss ja noch weg, das muss da abgerissen werden. Ach so, den zweiten habe ich hier dran gemacht, ne? Kann das sein? Ja, der ist auch dran, dieser Halter. So. Okay, das ist halt jetzt unheimlich hell. Muss man mal gucken. Die Lampen habe ich ja nochmal abgeschaltet, die haben ja immer so geblendet. So, lass uns nochmal hier reingehen. Uah. Ja. Man geht ins Licht. Wir gehen ins Licht. Wir warten immer, bis es dunkel wird. Habe ich eigentlich noch eine Festplatte gefunden? Nee, glaube ich. So. Weiß nicht. Du wirst jetzt rot. Du wirst jetzt eine Puffbeleuchtung. So. Wirst du dann auch mal die hell. Wir gucken. Du wirst. Gelb ist gut. Und dann machen wir noch einen blauen. Wenn man die ja verdreht, ich benutze das Licht ja an anderer Stelle auch auf dieser Map. Wenn ich jetzt, da weiß ich, da ist irgendwo blau und irgendwo habe ich rot. Wenn ich das jetzt hier verändere, dann ändert das auch dort. Und deswegen nehmen wir jetzt die benutzen. Was bist denn du? Du bist grün? Und du wirst pink? Purple? Gott. Oder wir machen nur, das sind zwei unterschiedliche Farben, sind ja sechs von diesen Dingern. Und du wirst nochmal rot. Das sind sie sowieso alle aus. So. Ich habe bei diesem Mod leider vergessen. Oder nicht mehr, der die Tageszeit anzeigt. So. Dann lass den erstmal, um zu gucken, wie es wirkt. Überall die Baustelle hier. Diese Schiene muss auch noch anständig gemacht werden. So, der ist noch nicht fertig. Der sieht aus wie eine Cola-Dose. Der ist noch nicht fertig. Ich habe aber die Scheinwerfer mit Absicht dort reingesetzt. Nach unten, nicht da. Muss man mal gucken. Der geht nämlich jetzt hier viel höher. Das hier kann ich nicht höher machen. Das ist nämlich über dieser Schiene. Bin ich schon wieder durch ein Gebäude durch. Das da hinten muss ja eigentlich auch nochmal fertig gemacht werden, Dubai Waterfront. Das sind aber dann so Off-Dinger. So, ja, hier. Achtung. Ja, wie gesagt, das da unten, das kann ich nicht wegmachen. Das ist nämlich dieses komische Ding da. Ja, dieses Laberding, was da unten hier da ist. Da unten. Das steht da unten drin. Krieg's nicht weg. Ja, doch, kriegen wahrscheinlich wegsprengen, aber mache ich nicht. Wer weiß, was die noch in dem Update machen. Übrigens kein, ja, genau, kein neuer Teaser, sondern nur dieses Engine-Update. So, das ist noch offen, damit ich gucken kann. Noch nicht angemalt. Das könnten wir eigentlich, ich habe wieder hunderte von Farbdinger gekauft. Das ist sogar blau, siehst du? Blub. So. Dann muss man auch noch zumachen. Wieso habe ich ihn da jetzt nicht? Scheiße. Nur von unten machen. Wieso habe ich denn da nicht so einen Durchbruch gemacht wie da? Soll das so? Ich glaube nicht. Aber wir gehen zur nächsten. Ach, wir sind ja hier. So, uff. Passe. Irgendwo habe ich hier oben meine Werkzeugkisten stehen. Ja, genug Farbspiele gemacht. So. Wo sind sie denn? Da hinten. So. Dann habe ich hier was drauf gesetzt. So. Auch das habe ich mal bei einem anderen Spieler so ähnlich gesehen. Ein bisschen nachgebaut, aber passt. So, der ganze Kram ist schwarz, weil. Aber nicht online gesehen. Der macht wohl keine Videos. Ich habe es offline gesehen, Bilder. Oder war mal in im Satisfactory gibt es ja immer diesen Coffee Stand, diesen Community Highlight-Ding. Da werden Bilder vorgestellt. Von Fabriken. Genau, ich glaube, da habe ich das mal gesehen. Das wurde mal vorgestellt in einem Livestream. Von denen. Ja, so. Natürlich abgewandelt. So, der ganze Kram ist jetzt hier schwarz angemalt, weil hier kommt Kohle. Ja, hier drin blau und rot, das kennt man ja. So, der verteilt. Huch, da ist eine Kiste. Wieso ist denn da schon wieder eine Kiste? Habe ich wieder Mist gebaut? Ach, hier, von meinem Lämpchen. So, pass mal auf, ich habe mal da oben. Wo ist das Ding? Oh. Scheiße, die muss noch eins gedreht werden. Diese Lampe da dran, die kriegt man so da nur hin mit dem Micromanage-Mod. Nur so kriegt man diese da hin. Der muss, warte mal, wie rum muss denn der jetzt gedreht werden? Der muss so rumgedreht werden. Was ein Akt, ich zeige euch das gleich mal. Das Ding, so rum. Noch ein oder muss ich auf Mini schalten? Lass mal gucken. Lass mal gucken.
Jetzt hängt er gerade, aber eins zu viel. Weil du kannst dir von unten da nicht dran heften. Den habe ich also jetzt hier genommen und habe da oben drauf gesetzt. Oder halt hier hin, ne? So, als Beispiel. Und dann mit Micromanage da dran gefriemelt. Das ist ein Akt. Und das sind so viele Dinge, das ist wieder so ein typisches Off-Ding. So, also, was haben wir jetzt hier gemacht? Da unten kommt das Wasser rein und da kommt die Kohle rein. Und zwar haben wir hier einmal hier, die muss auch noch rot anmalen, die, den Anschluss da dran. So, dann geht der ganze Kram hier hoch und wird schon wieder. Hier. Achso, irgendwas abgebaut. Also das müssen wir noch anmalen. Du musst schwarz werden. Zack. So, kaffe das in die Hand. So. Dann kommt hier, jetzt haben wir nämlich die 144 Produktion Strom Kohlegenerator. Der muss so rum. Und dann kommt das Ding da drauf. Nee, den setzt man dann da drauf. Und gut ist, das mit dem Bodensitz zu steil, das möchte nichts, kriegt man hin. Den schieben wir einfach dahin. Das ist kein Akt. Ja, und dann stehen die Dinger hier drauf. Muss man nur gucken. Eins. Ich habe oben sind sie anders da angemalt. Hier. Da will ich noch was anderes machen. Gelb-rot. Weiß ich nicht, ob ich das so lasse. Gelb-rot. Autosave schon wieder. Man kann. Also viel höher kann man das Ding nicht machen. Warum? Aufgrund der Wassermenge, die nach da oben transportiert werden kann. Und natürlich auch die Kohlemenge. Es geht ein Stück höher, aber nicht viel höher. Ne? Wir können ja mal, warte mal, den kann man jetzt gleich, wir müssen den Kohlegenerator darüber friemeln. Der Treibstoff kann den Kohlegenerator, den. Der muss, machen wir hier ganz oben hin. Der muss da hin. So, wir machen, da habe ich die schwarz gemacht. Ich will den aber, will ich den da außen hin? Will ich den da außen hin? So. Huch. Wo war da jetzt der Pfeil? Warte, da ist das Wasser. Und wir machen den. Wartet mal. Ich friemel den da jetzt mal hin. So, Sekunde. So. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Den wieder weg. Den wieder weg. Ob der zu nah dran ist oder nicht. Ich glaube nicht. So, jetzt brauchen wir hier. Gehen wir mal 5er Band. 5er Band. So. Berührung. So. Kommst du auch noch da dran. So, zweite. So. Göhle. Warte mal, den habe ich glaube ich noch nicht. Genau, den habe ich noch nicht angeschlossen. So. So. Ach Gott. Na? So. Ist klar, dann ist der da dran. Den müssen wir noch ans Stromnetz anschließen. Das ist kein Problem. Flup. Flup. So, und dann gehen wir mal hier unten hin. So. Und. Warte. Jetzt machen wir den mal hier mit einem Band. So. Ich glaube, der muss eins höher. So. Jetzt wird es Nacht. Jetzt haben wir auch gleich die Fab da. So, machen wir das, genau, da kommt die Kohle da rein. Und dann, will ich mal gucken, der muss eigentlich, zack, so stehen. Das hier, das müssen wir anders machen. Der muss nochmal weg. Es gibt einen Trick, wie man die Dinger, damit dieser Nupsel da nicht ist, also wisst ihr, wenn man auf so eine Schräge die Dinger setzt, wenn man also das länger hoch macht, muss ich mir nochmal angucken. Habe ich nämlich auch mal in dem Video gesehen, wie man das macht. Braucht man so eine Hilfskonstruktion. Da kann man dann so eine lange Linie machen. Also wenn das jetzt hier weiter hochgehen würde, ne, also das jetzt hier nicht enden würde, um das mal so auszudrücken. Wo ist der hier hin? Mal her.
Ja, da seht ihr das auch an dem Band, das geht so nicht. Ja, so. Braucht man jetzt hier nicht unbedingt, sage ich mal so. Okay, so. Das Band muss ich auch noch wegmachen, weil es den Knick macht. Würde das aber jetzt hier höher gehen, so viel höher, dann müsste man das machen, damit dieses Rohr nicht so geknickt aussieht. In der Mitte. Muss ich mir auch noch mal angucken, wie man das macht. So. Weil auch wenn du die, die kannst du ja anwinkeln, ne? Die Dinger hier, die kannst du ja anwinkeln. So. Aber das ist dann zu viel. Das ist zu wenig, das ist zu viel. Ne, wenn du diese Dinger da hast. Und deswegen. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Gucken Sie bitte. So. Kommt der Part mit dem Wasserdruck. Da drin sind ja Pumpen. Ja, ist voll gelaufen. Da drin sind Pumpen. Die sind aber, glaube ich, noch gar nicht angeschlossen, weil das Ding hier oben keinen Strom hat. Jawohl. Und hier muss ja auch noch eine Verständerung hin. Das Ding hat apropos Licht. Und das Ding. Noch nicht an. So, das holen wir uns von hier und da friemeln wir so ein Ding dahin. Da brauche ich aber einen Durchbruch. Brauchen wir den so. Das holen wir uns von da drin. So. Und da oben dran. Und Licht brauchen wir auch. Machen wir mal hier auf halbem Wege. Ungefähr dahin. Und dann in die Mitte von dem Teil. Da steht das Ding ja. So. Und jetzt friemeln wir das Teil darin. Gehen wir mal hier hoch. Gehen wir mal hier irgendwo rein. Ich habe eine Brille auf, aber ich sehe schlecht. Hier. Warte mal. Licht an. Ja. So, warte. Warte mal, da unten habe ich auch welche drin. Hier. Oh, das Licht weg. Das Licht weg. Das Ding weg. So, da sind sie doch. So, da haben wir das Ding da angeschlossen. Braucht der hier noch. So, Stromvertüfelung ist da. Ich muss da gucken, wo ich es am schnellsten anschließe. Oder am einfachsten. So, lass uns mal gerade gucken. Gehen wir hier hoch. Das Licht ist noch nicht angeschlossen. Ist klar, ne? Das Licht ist noch nicht angeschlossen. Wo steht denn das Ding? Wo haben wir den jetzt hingestellt? Da. So. Diese Stromversorgung, die muss noch da hoch. Die habe ich hier noch nicht dran gefriemelt. Die ist da oben dran. Die habe ich hier unten aber noch nicht dran. So, da war gerade eine kurze Unterbrechung. Ja, irgendwo ist noch ein Fehler drin. Irgendwo habe ich mich vertüdelt. Deswegen auch die Rohren eben mal hier rot gemacht. Da muss ich nochmal gucken, wo ich da einen Fehler gemacht habe. Den muss ich suchen. Es geht wieder mal ums liebe Wasser. aber da ist wohl wieder eine Verbindung nicht richtig. Das kommt öfters mal vor. Ich habe es ja mal gezeigt. Ne? Wenn der hier... Das kommt manchmal vor. Ich mache mal hier gerade so einen Ständer dahin. Wenn du jetzt hier... So, ach Gott. Wenn du hier so ein Ding da hast. Ja. So. Und was weiß ich, so. Und machst das da dran und setzt hier irgendwas dazwischen. Ich habe ja auch Ventile dazwischen gesetzt. Hier so und da. Sowas. Ach Gott, hey. Sowas. Rot angemalt. Und baust das nochmal ab oder ähnliches. Oder aber es kommt manchmal, du setzt das hin, es sieht so aus und diese beiden Rohre sind da nicht verbunden. Ja, das ist dann plötzlich gezweiter. Das habt ihr nämlich auch hier, wenn man da manchmal so eine Pumpe hinmacht. So. Flupp. Ja, seht ihr, das Rohr ging jetzt nur noch bis zur Hälfte der Pumpe und macht das so. Habt ihr was umgebaut. Dann hat ihr die Pumpe aus irgendeinem Grund weg. Habt ihr dann sowas. Das soll natürlich nicht so sein. Irgendwo ist da noch der Wurm drin. Ich muss nochmal gucken. Ich lasse die jetzt erstmal pumpen. Irgendwie haben wir die Nacht auch verpasst, um dieses Ding da zu sehen. Sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass ich da nochmal ein bisschen was machen kann, dass das mal besser wird. Ja, und damit dieses Ding hier dann auch mal funktioniert. Und das hier, das wird ja sowieso der größte Krampf hier, diese Dinger da dran zu machen. Aber sie sollen da dran. Ne, wir können ja mal gucken, warte mal, wir können doch mal hier schnell, ach so, falsche Leiste, warte,
Ist der Strom da? Wir können doch mal hier schnell, der soll nämlich von da. Den friemeln wir jetzt da dran. Erstmal hier. Jupp. Und dann da drin. Zum Beispiel da dran. Da. Dran. Zack. Der läuft sich halt jetzt volle Kalotte. Muss halt noch eingestellt werden. Aber hier ist wieder das hier, ne? Das, was mich halt aufregt. Ihr seht es am Helm. Ne? Der Lichtkegel. Der hat nicht so zu gehen. Hier. Guck. Das kann jetzt natürlich sein, weil das Ding umgedreht ist mit Micromanage. Das ist ja mit diesen Pumpen der Fall, ne? Wenn du die Pumpe verschiebst, habe ich da unten ja ein paar Mal gemacht, dann ist die Animation der Wellen, wenn die angehen, die haben ja solche Animationen, so Dings da drumrum, an der alten Position. Das sieht richtig scheiße aus. Das kannst du nur machen, wenn du irgendwas drumrum baust und man es nicht sieht. Die Pumpe kurz ein Stück verrückt oder nur minimal verrückst. Das scheint hier in so einem Fall, machen wir mal Licht aus hier, auch zu sein. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich warten, bis dunkel wird. Dann können wir das so nicht machen. Weil das sieht dann wirklich beschissen aus. Wenn der Scheinwerfer dahin zeigt und das Licht geht nach da. Wie ist denn das? Warte mal, ich habe den ja verschoben so. Der steht ja so original. Und auch nicht weiter gekippt. Gerade so dran gemacht und dann habe ich ihn verschoben. Dann habe ich umgedreht. Ja. Der strahlt jetzt so hin und dann habe ich ihn umgedreht. Auf den Korb. Und strahlt er nach oben. Ja, ich glaube, das ist das Problem. Und damit bleibt nämlich dann die Sache. Kann man so nicht machen. Das sehe ich im Dunkeln dann. Wie das aussieht. Jetzt zum Beispiel, ne? Das Ding ist ja mit Strom angeschlossen, ja? Hier. Hier habt ihr den Kegel von der Lampe. Hier. Die Lampe ist aber nicht so an. Wahrscheinlich leuchtet die hier hinten dran. Nee. Ja, das müsst ihr eigentlich. Ich klatsch das Ding mal da dran. So, komm mal her. Mach mal, Achtung, Lampenkunde. Komm mal ran. Zack. Da. Hier. Lampe an. Ne? Schade. Das ist wirklich. Gibt es eigentlich Lampenmods? Also weitere? Weiß ich gar nicht. Muss ich mal gucken. Aber ich will jetzt vor Update 5, dann. Es kommt ja im Herbst. Machen wir bald Herbst. Noch ist Sommer. Das merke ich eben. Das ist schlecht. Schade. Brauche ich mir aber auch die Mühe nicht machen, weil so sieht man ja diesen Kegel. Ja, der. Das wäre gar nicht schlecht, wenn man den so sehen könnte. Von unten siehst du das hier sowieso nicht, dass das nicht weiß ist, aber du siehst diesen Kegel dann. Von unten. Den da. Hier. Hoffentlich sieht man es im YouTube wie den. Das ist blöd. Schade. Guck mal eigentlich hier oben dran. Achso, die stehen ja nicht auf diesen Dingern. Die sind ja nur an Wänden. Was haben wir eigentlich noch? Wartet mal. Deckenlicht. Deckenlicht strahlt halt nach unten. Ne? Ist breiter als das Ding. Kriegt man da auf jeden Fall dran. Das macht nichts. Wie strahlt denn eigentlich das Deckenlicht, wenn man es dreht? Hab ich schon mal irgendwo an der Wand gemacht? Muss ich mal gucken, das ist wieder so ein Hilfsding. Okay, das muss ich mir nochmal angucken. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.